Und damit herzlich willkommen zu einem FPS. Ja, er sagt einfach 5, 4, 3, 2 und dann kommt keine 1, dann sagt er und herzlich willkommen. Man sagt eine 1 vorher, damit man weiß, dass man aufnimmt. Ich weiß nicht, ob ich deine Einladung komplett hab, aber okay. Gut, willkommen zurück zu Let's Play Together Titan Quest. Mit Professor Dr. Fredologie. Freddy der Boss. Er hat einen Doktor in Fredologie. Ich habe einen Doktortitel in Deutsch und einen Professor Titel. Alter, da ist schon wieder ein Heldenmonster, glaube ich. Ja. Und? Ja, ich habe mich gerade erschreckt. Okay, es ist tot. Da ist ein Heldenmonster. Da war ein Heldenmonster. Oh meiner. Der ist bestimmt scheiße. Du hast sowieso 10 bessere. Ich habe einen besseren. Mein Laufwerk brummt und er ist todeslaut. Wer ist todeslaut? Ja, mein Laufwerk. Wo bist du lang gelaufen? Unten. Scheiße. Man geht immer zuerst da. Aber was ist eigentlich mit dieser Spartaner-Quest, die wir da unten haben? Müssen wir noch machen. Ja, aber wo sollen wir die abgeben? In Athen. Steht doch bei, habe ich dir letzten Part schon gesagt. Hey, nein, du hast gesagt, wir sollen die Kurs von Panas machen. Da kommt die her, die Quest. Und da sollen wir die auch wieder abgeben, hast du gesagt. Ich bin da mal. Warte mal, ich lese mir das nochmal durch. Kann sein, dass ich die letzten Part Scheiße erzählt habe. Überlebt mich halt mal, ne? Spartaner vermisst. Athen. Ja, die gehört zu Athen, das habe ich auch schon mitbekommen. Sie ist im Gebiet von Athen. Lass dir ruhig Zeit. Ich weiß es nicht. Wir können dann kurz nach Panas gehen. Also lass das zwischen den Aufnahmen machen am besten. So. WTF? Was? Ich hatte gerade, also in dem Haufen lag gerade noch ein Bandring. Und dann bin ich so ein bisschen nach unten gelaufen, weil der mir unten weiter angezeigt wurde. Und der ist immer weiter nach unten gewandert. Also die Anzeige für den Bandring. Als ich habe auch nur so wie so ein Ring oder so gehört und dann war er einfach gar nicht da. Nee, als ich drauf geklickt habe, bin ich wieder nach oben gelaufen. Weil mir einfach die Anzeige buggy war. Wir waren übrigens beim Händler und haben verkauft, falls ich es noch nicht gemerkt habe. Ja genau, wir waren nochmal kurz beim Händler. Und haben so ein bisschen den Kappes verkauft. Alter, wie todeschnell du die einfach mal kalt machst. Geht doch. Hier sind übrigens noch mehr. Und ich war hier unten. Ja, aber was wollen wir? Da waren wir doch schon. Lass ich war hier unten. Weitergehen. Wie waren da? Ich war da schon. Ich nicht. Da bist du mal wieder vorgerannt. Alter, ich bin tot. Fast. Ja, komm her, ich kämpfe mit 2 Wildschweinen. Ich kämpfe mit 3. Ich habe mit 2 gekämpft, na und? Du brauchst mehr Energie. Ich hasse diese monströsen Viecher, Alter. Diese Zombie-Wildschweine. Da unten ist aber nichts mehr, nur noch ein kleiner Rand. Ein paar Gegner. Oh. Oh, da kommt auch durch. Kommen wir da auch drüber? Ja. Ah, Freddy, also wir waren hier schon. Ja, waren wir schon. Ich wollte aber oben lang gehen, weil es da noch ein größeres Teil war. Und Heldmonster. Wie sich das immer geil anhört, wenn die alle ständig. Die Heldenmonster sind irgendwie nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Nee, irgendwie nicht. Aber wir sind ja auch schon Level 17. Das ist ein Archimedes-Spiegel, ich sense. Ja. Ich habe wieder ein grünes Item bekommen. Nice. Für dich oder für mich? Für niemanden, eine Intelligenz-Chance. War irgendwie klar. Ich habe so eine blaue Schärpe, glaube ich, und einen grünen Dings. Ja, eine blaue Schärpe hast du, das habe ich mir im letzten Part noch angehört. Ich habe mir den letzten Part nochmal angeguckt zur Namensbegebung. Habe ich noch nicht keinen Namen ausgedacht. Ich habe Tod und Verderben einfach genannt, weil wir einen Friedhof ausgeräuchert haben und ein Monsterlager. Fand ich den Part euch ganz passend, Tod und Verderben. Passt. So. Ich muss der mal Part angehen. Kommt Dienstag, oder? Der hier kommt Dienstag, ja. Willkommen am Dienstag. Ich hatte heute eine Fahrstunde. Ja, yep, ich auch. Nein, ich habe noch eine. Je nachdem, wann der Part hochgeladen wird. Ja, ich weiß nicht. Nee, ich lade über Nacht hoch, oder? Nee, ich lade, glaube ich, in der Schule hoch. Ja, das heißt, wenn ihr den Part seht, hatte ich eine Fahrstunde. Und der ich hat dann noch eine. Ich weiß nicht, wann du hochlädst. Weiß ich auch noch nicht.
Ich denke mal, ich werde einfach innerhalb von 5 Minuten hochladen. Ja, da oben ist ein Brunnen. Ja, aber da. Wir müssen eigentlich durch zerstörte Athen, bin ich der Meinung. Ja, da gab's ja noch irgendwie so einen Weg ins Athen rein. Ich bin voll verwirrt hier. Ja, die Fläche ist vielleicht ein bisschen groß. Hier sieht's aber irgendwie aus, als würde es hier weitergehen, weil hier alles so abgeriegelt ist. Aber unten wollte ich doch lang gehen. Das war ein gutes Wurfmesser. Hab alle getroffen. Ja, aber hier kann man noch übers Feld laufen. Ich hasse so riesige Gebiete. Aber was scheiße ist, wenn du so eine grüne OP-Waffe hast. Du findest einfach nichts mehr Besseres. Das ist scheiße, wenn du so eine blaue OP-Waffe hast. Du findest nichts Besseres. Ich hab auch eine blaue und eine grüne Waffe. Ich weiß, ich hab eine blaue und ein blaues Schild. Erstmal alle pullen. Erstmal die Hälfte vergiftet. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Nee, ich grad auch nicht. Ja, okay, wir sind wieder da, wo wir rein wollten. Ich weiß immer nicht, was der richtige Weg ist, weißt du's? Nein, keine Ahnung. Hauptsache, die Typen ignorieren mich alle. Gut so. Du kannst was Weißes eingesammelt wieder. Gut, dass ich auf Alt was anderes habe. Als weiße Gegenstände einsammeln. So ein scheiß Stern. Okay, das hier war nur so ein kleiner Nebenbereich. Hier mussten wir gar nicht lang. Ja. Falls man übrigens jemanden im Hintergrund reden hört, denkt einfach nicht drüber nach. Ihr habt einfach nichts gehört. Nein. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich weiß nicht. Niemand. Hier sind übrigens auch Wildschweine, aber okay, die schaffe ich auch alleine. Gut. Sind ja nur monströse. Ja gut, wenn sie alleine schafft, dann komme ich nicht zurück. Ne, brauche ich gut, weil ich bin jetzt schon todesweit weg. Du nicht. Du bist einfach nur ein Feld weiter. Oh, stimmt. Habe ich nicht gesehen. Hier ist schon wieder ein Heldenmonster. Was für eins? Ein Centaur. Warte, ich komme. Er ist gleich tot. Aber ich will auch EP haben. Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Er ist tot. Hm? Das Feld ist übrigens scheiße, da kommen wir nicht lang. Okay. Ich denke, ich krieg gleich Besuch. Du brauchst mehr Energie. Warum? Weil eine gute Freundin gerade meinte, sie kommt gleich vorbei. Wir nehmen gerade auf. Ja? Können Sie sagen, wir scheiß Sozialkontakte müssen aufnehmen. Wir sind übrigens immer auch noch Gegner. Wow, fuck. Was denn? Drei große also drei von diesen Menschenwildschweinen, 1000 Centaur. Ja, ich kämpfe gerade gegen eine Saturn-Armee, das ist genauso. Okay, okay, ich bin fast tot. Also wie viele Gegner sind hier denn? Komm doch wieder her, wir müssen hier richtig viel noch ja, töten. Wo denn? Komm doch mal her. Ich habe Angst. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Alter, sind die stark, ey. Die sind stärker als der scheiß Centaur. Da waren eben so todesviele, muss gleich mal auf den Weg gucken, da liegen so viele Leichen jetzt. Okay, Satyren sind übertrieben schwach gegen mich irgendwie. Aber gegen die Zentauren... Das ist ja auch so Todesviele und man kann da, weißt du, man kann nicht einfach... Also ich hab ja kaum Flächenschaden. Ja. Das ist richtig scheiße so. Ne, gegen Zentauren mache ich kaum Schaden. Und gegen Wildschwein auch nicht. Gegen Wildschweine bin ich irgendwie so ein bisschen nutzlos. Du machst ja schön deinen Vergiftungsschaden hier. Mein Giftschaden, mein Blutschaden. Ja, Blutungsschaden mache ich auch. Und ich mache ja auch Eisschaden. Und Elementschaden. Die Tauren sind da übertrieben starke Gegner eigentlich. Ja, eigentlich schon. Hast du noch was geschrieben? Das Spiel hing gerade bei mir. Ich schick nochmal ein Fragezeichen hinterher. Das ist so.
Okay. Hört man sie eigentlich, Freddy? Ein bisschen, also nur wenn du redest. Okay. Man kann auch nichts verstehen, also nur so. Ja. Also nicht mal das, man hört nur so einzelne Buchstaben sozusagen. Okay. Man hört, dass da was ist, aber man weiß nicht was. Ist halt TS, ne? Und mein Mikrofon. Ach, und Hauptsache Tibbers hat erstmal das todesgute Mikrofon. Ja. Holst dir auch. Ja, dann brauche ich ein Mischpult. Du kannst es einfach so anschließen. Nein, kann man nicht. Doch klar. Was glaubst du, warum sie ein Mischpult hat? Was glaubst du, warum es davon eine USB-Variante gibt? Von dem Ding gibt es eine USB-Variante? Ja klar. Ist das Kirschis? Ich glaub, das Magias. Kirschis hat auch einen USB-Teil. Ja, das weiß ich. Aber er hat wahrscheinlich genau das in der USB-Variante, oder? Ja, wahrscheinlich gibt es das auch in der USB-Variante. Aber Mischpult ist halt besser zum Abmischen, weißt du? Wenn man auch so gleich so was machen kann, ne? Aber sie mischt ja nicht mal nebenbei ab. Ja, wenn man da irgendwas einstellen muss. Ich weiß nicht, wie man mit Mischpult umgeht. Ich kenne mich damit nicht aus. Sie hat doch selbst gesagt, sie hat das Mischpult nur, damit sie es an den Computer anschließt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. War da oben links aber, wo du gerade hingehen? Ach nee, da war es wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Nein, hier war ich auch noch nicht. Ich glaube, wir sind in Athen gleich. Nee, nee. Dann nicht. Okay. Hast du den Part TTT eigentlich hochgeladen? Ja, ne? Ja, Mittwoch schon. Ja, stimmt, schon. Stimmt. Vorgestern. Nee, vorgestern. tut mir übrigens leid, dass letzte Woche Freitag kein Titan Quest Single LP kam. Hauptquest. Ich war ein Narr. Aus Stolz haben wir hier... Dass kein Single Let's Play kam, aber ich hatte keinen Part mehr. Wir sind in Athen. Hast du den Brunnen aktiviert? Nö. Hast du nicht? Nein, jetzt habe ich ihn aktiviert. Und ich glaube, ich werde gleich noch ein paar. Okay, ich wollte gerade sagen, die Pferde sind eingefroren, aber sind sie zum Glück nicht. Ich werde gleich wahrscheinlich noch einen Part aufnehmen mit Freddy, wenn ich noch. Ja, genau! Links! Rechts die ganz normalen Bürger, links Zombies und Skelette. So normal. Immer so. Das erinnert mich hier gerade übertrieben an den Orient. Diese Stadt, diese Bauart von der Stadt. Ach, eine griechische Baut erinnert dich an den Orient? Tschüss. Ja, es gibt im Orient einen Tempel, der ist so ähnlich gebaut. Da ist schon wieder ein Heldenmonster. Wird mir schnell. Mutterknochen, die haben wir schon dreimal besiegt oder so. Ja, gestern. Nein, also im gestrigen Part. Ja, im heutigen Part meinst du? Ja, genau. Nächste Beinchen des Schafs und nehme ich auch mit. Das ist schon so ein Intelligenzteil. Schafs hört sich so an. Bisschen, ne? Ja, nee. Doch, geht eigentlich. Also kriegst du da Intelligenz durch. Okay, ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Dann müssen wir kurz den Part pausieren, also dann müssen wir halt einen Part ab. Gut, dass du die übersehen hast. Was? Du hast gerade eine arkane Formel übersehen. Was für eine? Warte. Bloodlied. Die habe ich doch auch. Ernsthaft? Ja, ich habe auch Bloodlied. Dein Ernst? Also ich habe keine Arkane Form mehr, ich habe schon das Artefakt dazu, aber... Ist das gut? 20 Giftwiderstand, 30 Energie, 35 Angriffsqualität, minus 6 Energiekosten und ich habe dann noch dazu 16% Durchschlagswiderstand bekommen. 16% Durchschlagswiderstand. Okay. Also doch schon recht gut. Naja, es ist so eins der schlechtesten Artefakte, die es gibt, aber ansonsten ganz gut. Ja, für den Anfang. Es ist kompletter Scheiß, sozusagen. Da vorne ist ein Karawanenhändler, oder? Ja, ich bin gerade da. Bei Hermes und Isis, willkommen! Und mein willst du Bloodlied fertig machen? Ach ne, können wir gar nicht. Wir haben ja kein reines... Hast du reines Gefieder wieder eigentlich? Nein, wieso? Ja, das brauchst du für Bloodlied. Ich brauch für Bloodlied Essenz des Golden Vlies, reines Gefieder und...
Schripsel der Arkanen macht. Auf Wiedersehen! Ich habe jetzt zwei grüne Magierstäbe. Okay. Hast du schon das Portal aktiviert? Nee, aber ich glaube, ich verkaufe die Magierstäbe, die sind scheiße. Ja. Ich bitte dich, bitte! Der Telkiner hat seine Vasallen. Okay, wir haben jetzt die Telkinenaufgabe gekriegt. Was ist ein Telkiner? Sei gegrüßt, Krieger. Was? Ich habe die besten Waren. Was ist denn ein Telkiner? Du wirst keine besseren finden. Ich weiß es auch nicht. Eine 44er Rüstung. 44er Helm. Ja, 44er Helm meine ich auch. Naja, das ist aber scheiße. Noch ein 44er Helm mit 9 Rüstung plus. Ahoi. Hi. Moment mal kurz. Ist mein Spiel aus? Ist da jetzt gerade jemand draufgegangen? Ja. Wer bist du? Crossfire. Und wer bist du? Jan. Muss man dich kennen? Wie zum Teufel bist du auf diesen Channel gekommen? Mein Spiel ist ausgegangen mal wieder. Nicht dein Ernst. Doch, weil ich es minimiert habe. Möge Athene dich beschützen. Also kann ich jetzt neu anfangen, oder was? Sei gegrüßt, Krieg. Guten Tag. Okay, bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück. Irgendein Typ hat gerade einfach unseren, also Freddys Channel gejoint. Server. Mein TS-Server, der lokal auf meinem PC läuft, der keine öffentliche IP hat eigentlich. Also es hat mich ein bisschen verwundert und ja, dann stürzt das Spiel immer ab, wenn ich das minimiere, weil ich habe einen zweiten Bildschirm und wenn ich auf zwei Bildschirme klicke, minimiert sich das Spiel automatisch, bla bla bla, und stürzt dann ab. Das habe ich, glaube ich, schon im letzten Teil erwähnt, als das passiert ist. Und ja, ich habe den jetzt erstmal direkt gebannt. Wir haben keine Ahnung, wer das war. Der war einfach so da. Ich meine, ich habe niemanden, also meine IP ändert von meinem PC ändert sich täglich. Ja. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es ist halt so. Und der Einzige, der meine heutige IP hatte, ist Dr. Fish. Ja, und ich bin, nachdem ich diese IP hatte, sofort auf seinen Channel gejoint. Hab ich die niemandem geschrieben. Ich meine, das wüsste ich ja wohl. Und der heißt AMD Montana, beziehungsweise er hat sich dann zu Crossfire umbenannt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und er heißt egal. Glenn. Ja. So, ich muss noch kurz skillen, Gaunerei, in Bolzenfalle ein reinpacken. Mein Knie juckt. In Kriegsführung ein. Also meine Doppelkampf und dann mache ich direkt nochmal was hier in kalkulierter Schlag. Ja, meine Rückerstattung. Genau zu dem komischen Typi. Hier hinten ist noch so ein Informationstypi und hier hinten geht's auch nicht weiter. Ich bin ein bisschen verschnupft. Hast du jetzt inzwischen was rausgefunden oder hat sie nicht mehr geschrieben? Okay. Gut, dann lass uns mal hier oben weitergehen, ne Freddy? War hier nichts mehr? Nee, okay. Nein. Ich wollte das nur kurz selber erkunden. Wollen wir unten übers Land gehen oder oben über die Hauptstraße? Lass mal übers Land, ich hab da irgendwann mal Monster gehört, glaube ich. Okay. Ich warte so lange auf dich. Ja, du bist hier. Es hat sich angehört, als wäre hier irgendein Monster gewesen, aber ich komme hier nur noch. Ja, da oben sind die Telkien. Ach, die Telkien? Das war ein Scherz. Von wo bis hierher? Achso, mit was? Wenn sie mit dem Fahrrad fahren, länger. Also ich denke mal, wir können auf jeden Fall diese Aufnahme nicht machen. Ruf sie doch einfach mal an. So, das war jetzt der Timer. Wir haben jetzt noch eine Minute, weil ich nach dem Abstützen den Timer nicht direkt ausgemacht habe. Also, dann müssen wir den Kämpfer noch aufnehmen. Gut, dann lass uns noch kurz bis oben hin zu dem Ding gehen. Ein paar Leute klatschen und dann aufhören. Ja, so das Übliche halt. Genau, wie immer. Nur schlimmer. Auf sie! Ich finde übrigens sehr schön, dass die Leute hier einfach mitlaufen. So, vorher waren sie zu feige und jetzt auf einmal können sie mitlaufen, wenn zwei starke Frauen mit hingehen. Ja, wir... Die sind tot, ist normal, sie sterben? Ja, die werden ziemlich oft geklatscht. Man sollte eigentlich sofort hier hochlaufen. Haben aber auch nichts Gutes verloren. Menschen. Na, gegen die machst du ja noch gut Schaden. Elite-Krieger. Wie kann sowas Elite sein? Ich weiß es auch nicht. Wir sind hier in Athen, dann weißt du, wie scheiße Griechenland war. Oder immer noch ist. Ich meine, die schulden uns Geld. Wieso willst du nach Griechenland? Okay, also wir hier oben. Oh Gott, warum? Akropolis, haben wir wieder Gorgonen. Ich hasse Gorgonen. Gorgonen finde ich gut. Hasse Schlangen. Ach ja, wir wollten ja aufhören.
Dann lass uns mal hier vor diesem malerischen Ding aufhören. Einfach so. Ich habe keine Gorgonen gepult. Nein, das will ich niemals machen. Sieht wirklich malerisch aus. Gut, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Eine Bewertung wäre nett, macht ja eh keiner. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.